Du bist im Soll. Ja, doch. Bisher, sag ich mal, läuft es ganz gut. Und ich hoffe, dass es so weitergehen kann. Heute steht Doppel noch an und ja. Was hast du dir vorgenommen für die Woche? Ich meine, das ist eigentlich eine blöde Frage, weil man will immer so gut sein, wie es geht, so weit kommen wie möglich. Aber wo, wenn du rausgehst, sagen wir mal beim Halbfinale, sagst du, bin ich glücklich damit? Oder wo, ab wo bist du enttäuscht? Ich habe mir gar nicht so explizit jetzt genau was vorgestellt und, oder was ich erreichen möchte, sondern mein Ziel ist für diese Woche vor allem selbstbewusst aufzutreten und frei zu spielen und vor allem meine Spielzüge durchzusetzen. Ja. Was ich jetzt nicht so einschätzen kann, das ist durchaus unterschiedlich. Manche sind jedes Wochenende auf einem Turnier, manche vielleicht etwas weniger, nur eins pro Monat. Wenn du für den Fall, dass du weniger Turniere spielst, ist ja immer auch interessant, die Gegnerinnen zu sehen. Denn normalerweise siehst du deine Trainerin oder deine Coaches im Verband vielleicht. Und hier siehst du aber dann schon, was auf deinem Alterslevel so los ist. Ne? Ja, ja. Also da sieht man halt immer wieder manchmal dieselben Spieler von anderen Turnieren. Und ja, es ist natürlich immer eine gute Chance, sich zu messen und wie sieht man, wie die sich verbessert haben. Ja. Wo siehst du dich da so insgesamt, wenn man jetzt so vom Turnier weggeht, sondern wie sagt man, fühlst du dich bei den Leuten oder sagst du, es fehlt noch ein bisschen was? Ja, ich denke schon, dass da auch noch was fehlt, aber ja, ich hoffe, es geht stets bergauf. So, erstmal kümmere ich mich um mich selber und versuche, ja, mein Spiel zu spielen. Das ist sicherlich eine gute Idee. Wenn ich dich jetzt nach deiner Zielsetzung frage, du möchtest schon gerne in den Profi-Tennis-Bereich? Ja, auf jeden Fall, ja. Darauf arbeite ich hin und ich hoffe, dass ich meinen Traum erfüllen kann. Aber ja, das ist noch ein langer Weg und auch noch viel harte Arbeit, ja. Gibt es einen Spielstil, den du bevorzugst, offensives Spiel oder eher Grundlinientennis und hast du ein Vorbild? Ja, also ich habe da ein Vorbild und zwar Karolina Muchova, die hat ja jetzt sogar Finale gespielt und ich mag es halt, wie sie versucht, den Weg nach vorne zu suchen und oft ans Netz geht und agiert. Sie spielt nämlich anders als die anderen, würde ich nochmal sagen. Und ja, ich möchte gerne auch aggressiver spielen und den Weg mehr nach vorne finden. Vorletzte Frage, wir sind hier auf Sand. Was ist dein Lieblingsbelag? Sand ist es nicht und zwar Hardcourt. Hardcourt spiele ich sehr gern. Okay. Und letzte Frage, haben wir schon so ein bisschen im Vorgespräch gehabt. Es gibt ja auch noch Zeit neben dem Tennisplatz und neben der Schule. Du gehst gerne zum Handball. Was gefällt dir daran? Irgendwie, ich liebe es, den Teamsport. Und vor allem, ich selber habe früher auch Handball gespielt. Und irgendwann musste ich mich dann entscheiden und dann habe ich gedacht, nee, Tennis ist mehr für mich. Aber dennoch gehe ich gerne zum Handballspiel und schaue der HSG Norton zu. Die ist nämlich bei mir in der Stadt. Und ja, deshalb ist es ein toller Teamsport. Ja, Nikolai, ganz enges Match gegen Kevin gehabt. Da haben so wenige Dinge entschieden. Was waren für dich in dem Spiel die Punkte, die Waage auf deine Seite gezogen haben? Ja, ich glaube, dass ich einfach aggressiver gespielt habe, mehr mit meinen Schlägen halt draußen Vorteil gemacht habe, mit dem Aufschlag besonders, mit meiner Vorhand. Ja, ich denke einfach, dass ich dann am Ende mutiger auch war und auch damit dann belohnt wurde. Kevin ist Schwede, ja, sagt man immer, die sind die ruhigeren. Ich habe jetzt auch nicht so viel Emotionen gesehen, aber du bist schon jemand, der sich freut, der eine Faust macht, der auch mal sagt, jawohl, passt und so. Du gehst schon aus dir raus auch. Ja, also ich bin eigentlich auch ein sehr emotionaler Spieler. Vor allem, also ich habe eigentlich ganz gut gemacht, auch mit den negativen Emotionen. Dann aber im zweiten Satz, dann, wo ich dann 5-6 Matchball hatte und er dann die abgewehrt hat, habe ich mir schon ein bisschen im Kopf so gedacht, oh, das kann jetzt mal eng werden. Aber dann auch dann, wo ich 5-6 hatte, dann bin ich trotzdem eigentlich dann ruhig geblieben und habe dann auch den Tag wieder auch souverän und auch dann gewonnen und ja. Passt soweit. Ist ja eine der spannendsten Fragen im Tennis, weil den Ball übers Netz bringen können sie alle ganz gut, sonst wären sie auch nicht hier. Das gilt übrigens dann auch bei den ganz Top-Spielern, ja. Aber den Faden zu verlieren, ja, das kann dir passieren. Du gewinnst den ersten Satz 6-0, führst 4-5-1 und du verlierst trotzdem den Faden, obwohl es keinen Grund gibt. Kannst du das, dir ist das bestimmt auch schon passiert und gibt es dafür irgendeine Erklärung? Ja, also mir ist es auch letztes Jahr hier in Bamberg passiert, dass ich dann hier in der ersten Runde gegen einen Amerikaner auch Matchball hatte im zweiten Satz dann. Habe ich dann es noch dann verloren im zweiten Satz dann. Und dann im dritten Satz war ich dann einfach dann, sag ich mal, demotiviert und habe dann die ersten ein, zwei Spiele dann verschenkt. Und das kostet dann bei so einem hochklassigen ITF halt dann das Match in dem Fall. Das habe ich dann heute anders gezeigt, dass ich da, sag ich mal, mehr Erfahrung jetzt wegen den letzten Jahren dann auch gezeigt habe, dass ich da einfach ruhiger sein muss und es hat dann auch ganz gut geklappt heute und ja.
sehr ausgezeichnet. Kann man sagen, draus gelernt aus der Erfahrung aus dem letzten Jahr. Genau. Ja. Kleiner Vorteil, den ich jetzt beim Fragen habe, wir haben gestern schon mal kurz das Vergnügen gehabt, da warst du beim Physio, man kommt durch so eine Woche nicht, ohne dass es irgendwo mal zwickt, oder? Also entweder tut man die Wade weh oder an der Schulter was, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst genau, was gestern war, aber es gibt immer irgendwo eine Stelle, ihr trainiert, ihr spielt zwei Matches teilweise am Tag, das ist eine sehr hohe Belastung für den Körper, das geht nicht ohne Blessuren, oder? Ja, also ich hatte jetzt nie die großartigen Verletzungen oder auch auf Turnier musste jetzt noch nie richtig beim ITF aufgeben. Aber ich habe jetzt gestern ein bisschen gemerkt, dass da ein paar Stellen dann schon ein bisschen zumachen oder das heißt zumachen, aber schon ein bisschen, dass alles ein bisschen verärgert ist. Auch muss man sich einfach dann regenerieren. Aber ja, natürlich, wenn man bei so einem hohen klassischen Turnier halt auch spielt und gegen solche Leute dann auch lange spielt, muss man sich einfach wieder schnell regenerieren und dazu habe ich natürlich jetzt hier einen sehr guten Physio auch in Bamberg, der mich jetzt auch die letzten Tage nochmal behandelt hat am Handgelenk und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass auch so einer dann im Turnier dann hier mitwirkt aus Physio-Seite und ja. Wir haben alle bei Carlos gesehen, bei Carlos Alcaraz, was passieren kann, ne, wenn man das mal irgendwie außer Acht lässt, dann kannst du komplett, kann der Körper komplett zumachen. Was nimmst du dir vor für die Woche? Bisher läuft's gut, ja, und wenn du gebe ich dir noch als Vorlage, wenn du die Nummer 1 jetzt quasi den an 1 Gesetzten rausgekickt hast, dann kann man jeden schlagen. Klar, es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man jetzt mal 20 ITF jetzt rausnimmt oder ein Erstgesetzten in dem Fall im Turnier. Aber ich will natürlich so weit kommen, wie ich kann. Ich weiß, dass ich weit kommen kann, wenn ich mein bestes Tennis abrufen kann. Morgen geht's weiter und jetzt steht Doppel an erstmal heute noch mit dem Yannick. Dann sind wir weiter. Du spielst mit Janik Kämm das Doppel? Ja, genau. Und dann zwei gute haben sich gefunden. Letzte Frage zum Turnier selber. Hier ist ja, würde ich schon mal sagen, ungewöhnliche Location mit dem Park und so weiter. Wie findest du das, dass man Belastung einerseits, Vollgas und auf der anderen Seite, man geht zwei Schritte raus und kann schon mit den Gedanken woanders hinkommen? Ja, also ich meine, wenn man sich das hier alles hier anschaut, auf dem Park hier, das ist eigentlich wirklich wunderschön. Sehr ruhige Location auch und ich war ja schon letztes Jahr hier beim ITF und dann habe ich ja noch Regionalliga gespielt mit Leipzig gegen den TC Bamberg und es ist halt immer wirklich sehr, sehr schön, mal immer hier zu sein, weil es einfach wirklich, hier sind freundliche Leute, die Location ist echt schön, ist alles ruhig und ja, ist echt schön hier. You had a very close match against Nikolai, some points brought the decision, what were these points not in the match? Was it a stronger forehand of Nikolai, a stronger first serve? Which were the points? I think he played a great match. He fought well. He's a bit bigger and stronger than me, so he had some good forehands down the lines I saw and very big serves. So it's tough for me to break him, but I fought to the end. If it is a close match, the mental side is very important. Because you had to be strong in the head. is you are strong in your head? I train only some, but it's tough when it's like a tight match. You know, it goes very up and down. But I just try to focus on each point and try to stay positive always and doesn't bring me too down too much. So yeah, that's my strength. Was it the first time against Nikolai, or do you know him before? I played against him last year, won 4-0, but he's improved a lot, so well done for him, and if he keeps working, he's going to be at the top soon. But I think you improved too. This day, sometimes you win, sometimes you lose. Next time, maybe you win. You come from Sweden here to Germany. How's the tournament for you, the environment, the courts? I've been to some Germany tournaments before, and I love it. Usually it's surrounded by forest, which I love, and it's a lake here, which is very nice. And you know, all the German clubs are quite like cozy and familiar. So I feel comfortable here, but sad to go. The Swedish tennis is famous, and there are some famous players in the past, like Stefan Edberg or Anders Jarrett or Mats Wielander. Do you have a role model? Yeah, I do. I loved Björn Borg, of course. He's very calm and cool on court, and I just love his game style and his mentality. So yeah, I look up to him a lot. And your style of tennis, is this aggressive tennis or a calm tennis? You know, I
for my size, it's tough to be, you know, aggressive and stay all the time. So I've been working a lot on defense. So I'm usually a grinding player and try to do drops and other stuff than just hitting and hitting, because I'm not as strong yet. But I want to be more aggressive in the future for sure. And your plans are professional tournaments, I guess. Yes, some I will try to play some of this year. At the end of the year, some in Scandinavia, probably one in Denmark or in Finland. So let's see how it goes there. Thanks a lot.